Guniharsha Asana, die Stellung des Yogameisters Guniharsha. Rafaela von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend gibt die Fußsohlen zusammen, Füße etwa 30 bis 50 cm vor dem Becken. Dann fasse mit den Händen von oben außen um die Füße und gib den Kopf auf die Füße und entspanne dich. Dies ist Guniharsha Asana, die Stellung des Yogameisters Guniharsha. Guniharsha ist einer der 84 Nath-Siddhas, einer der 84 großen Meister-Siddhas der Natha-Tradition. Die Übung ist auch eine gute Vorübung für Bhadrasana, den Schmetterling, und auch eine schöne Übung, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Guniharsha Asana entwickelt die Hüftflexibilität, ist eine gute Massage der tiefen Bauchorgane, gehört zu den Übungen, die Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne nach innen, erleichtern. Auch eine Stellung, die den Geist in einen meditativen Zustand versetzen. Alle Informationen über die 84 Asanas der 84 Natha Siddhas und viele tausend andere Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de.